Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute nehme ich euch wieder mit bei einem super leckeren und vor allen Dingen auch super schnellen Mittagessen. Und da wir natürlich jetzt wieder Bärlauchsaison haben, habe ich mir überlegt, es muss unbedingt noch ein Rezept her mit Bärlauch und ich konnte mich auch die ganze Zeit wirklich nicht entscheiden, was ich euch zeigen soll, also welches Video ich drehen soll und zeigen soll. Und habe mich jetzt aber für ein schnelles Mittagessen entschieden, weil sich das ja auch immer sehr oft gewünscht wird und auch sehr gut angenommen wird von euch. Und deswegen machen wir heute richtig leckere Bärlauchpaste. Das Rezept schmeckt super frisch, ist super einfach. Wir machen das heute in der Kombi mit Thermomix und Kochherd. Man kann das Gericht aber wie immer selbstverständlich auch beides auf dem Herd zubereiten. Das ist gar kein Problem, wer keinen Thermomix hat. Aber wer die Möglichkeit hat, kann hier das Ganze so kombinieren und in 0,nix ein richtig leckeres Rezept zaubern. Für unsere leckere Bärlauchpasta benötigen wir natürlich einmal Spaghettis. Da benutze ich 500 Gramm Nummer 3 von Barilla. Das ist keine Produktplatzierung, ich finde die einfach nur super lecker. Dann benötigen wir etwas Pfeffer. Ich habe jetzt hier 250 Gramm Sahne zum Kochen, die ist fettreduziert. Man kann aber auch, wenn ihr 200 Gramm Päckchen Sahne habt, 200 Gramm Sahne nehmen und 50 Gramm Milch zum Beispiel. Dann benötigen wir noch in etwa einen halben Teelöffel Salz, je nach Geschmack. Schmeckt einfach die Nudeln nochmal ab, wenn ich könnte nochmal ein bisschen nachwürzen. Dann benötigen wir noch ein bisschen frisch geriebene Muskatnuss, 4 Eier. Dann noch in etwa 80 Gramm Parmesan. Hier habe ich 150 Gramm magere Speckwürfel, 20 Gramm Olivenöl und 50 Gramm frischen Bärlauch. Mit was ihr jetzt startet, ist davon abhängig, was ihr für eine Herdart habt. Da ich nur ein normales Ceranfeld habe, was auch noch relativ lang dauert, bis das Wasser aufkocht, stelle ich jetzt als erstes schon mal das Nudelwasser an. Ich habe jetzt einfach einen großen Topf genommen, erhitze das Wasser erst einmal und gebe dann einen Esslöffel Salz hinzu. Also so, ich mache immer einfach in meine Handkuhle ein großes Häufchen Salz. Und für diejenigen, die ein Induktionsherd haben, da geht es ja mit der Boost-Funktion super schnell. Die starten jetzt auch erstmal mit dem Thermomix, denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn die Nudeln auf die Soße warten müssen. Dann verkleben die nämlich. Und deswegen startet ihr jetzt quasi erst einmal direkt mit dem Thermomix und stellt das Wasser dann danach an. Und als erstes geben wir die Parmesanstücke in den Mixtopf und lassen das Ganze für 10 Sekunden auf Stufe 10 zerkleinern und füllen das Ganze wieder in unser Schälchen um. Und jetzt geben wir schon mal das Öl und die Speckwürfel in den Mixtopf und lassen das Ganze für 7 Minuten bei 120 Grad Linkslauf Stufe 1 schon mal andünsten. An der Stelle könnt ihr jetzt quasi Induktionsherdler das Wasser schon mal anstellen und je nach Packungsanlage eurer Nudeln könnt ihr jetzt schon die Nudeln hinzugeben. Ich warte noch einen Moment und gebe die so nach 2 Minuten erst hier wieder rein. Und jetzt geben wir die Sahne, Pfeffer, Salz und reiben noch mal ein bisschen Muskatnuss hinein und lassen das Ganze für 2 Minuten bei 100 Grad Linkslauf Stufe 1 mit andünsten. Und solange hier alles vor sich hin köchelt, können wir jetzt schon mal den frischen Bärlauch nehmen. Den habe ich ja schon gewaschen und einfach mit der Salatschleuder schon mal trocken geschleudert. Und den können wir jetzt schon mal in schöne, feine Streifen schneiden. Und ich achte einfach hier dabei, dass ich nur die Blätter benutze. Und wenn ich hier zu den Stielen ankomme,
dann höre ich auf. Die sind einfach ein bisschen zu hart und schmecken dann in der Pasta nicht. Und jetzt sind wir auch schon fast zum letzten Schritt angekommen. Jetzt geben wir nur noch die Eier in den Mixtopf und lassen das Ganze und die Hälfte des geriebenen Parmesan schon mal und lassen das Ganze für 3 Minuten bei 75 Grad Stufe 2 mit andünsten. Bei mir hat das Ganze jetzt vom Timing gepasst. Die Nudeln, die sind fertig. Die gieße ich jetzt einfach kurz ab. Ganz wichtig, nicht mit Wasser abschrecken. Einfach nur, ich schüttel das Ganze jetzt in ein Sieb um, schüttel das Ganze ein bisschen durch, dass die Flüssigkeit weg ist. Gib das Ganze dann einfach in eine schöne große Schale. Dann geben wir eigentlich jetzt nur noch die restlichen Zutaten hinzu, also unsere fertige Soße, die geschnittenen Bärlauchblätter und den restlichen geriebenen Parmesan, mischen das Ganze schön durch und dann lässt ihr das Ganze einfach kurz stehen. Die Nudeln saugen nämlich die ganze Flüssigkeit auf und so könnt ihr es dann direkt schön servieren. Wer das Ganze natürlich jetzt nicht mit extra Schalen machen will, kann das Ganze natürlich auch einfach in dem Kochtopf, in dem ihr die Spaghetti gekocht habt, schön vermischen und dann auf die Teller verteilen. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und schmeckt das wirklich super lecker und es schmeckt wirklich super frisch durch den frischen Bärlauch da drin. Und noch ein Tipp, also das reicht ungefähr für 4 Personen, würde ich sagen. Ja, 4 Personen, wenn man jetzt Esser hat, die weniger essen, könnte es auch für 5 reichen, aber ich würde sagen eher 4. Und für wen auch für 4 Personen noch zu viel ist, ich friere immer portionsweise einfach alles ein und es schmeckt auch wirklich aufgetaut und in der Mikrowelle aufgewärmt trotzdem super lecker. Und wer das Ganze lieber frisch zubereiten will und ein bisschen mehr vom Bärlauch haben will, kann natürlich einfach 50 Gramm Bärlauch schon in Streifen schneiden und die einfach einfrieren und die dann einfach auftauen und dann so benutzen. Das funktioniert auch ohne Probleme. Außerdem gibt es ja auch schon auf meinem Blog ein leckeres Bärlauch-Rezept als Suppe. Das wird es bei uns auch wieder geben und auch noch so einiges mehr. Ich bereite auf jeden Fall auch wieder alles auf Vorrat vor, damit ich ein bisschen mehr von der Bärlauchzeit habe. Ich hoffe, ihr macht es mal nach und schreibt auch, wie es euch geschmeckt hat. Das Rezept verlinke ich euch natürlich wie immer unten in der Infobox, genauso wie meinen Shop. Da könnt ihr gerne stöbern und gucken, wenn euch irgendwelche Helferlines von mir interessiert haben. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns in 2 Wochen wieder zum nächsten Rezept. Bis dann, wenn wieder Crystal Time ist. Tschüss!